Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu TV Bayern Live. Gestern war ja der 11.01., ein besonderes Datum für alle Jecken im Freistaat. Wir haben uns unters närrische Volk gemischt. Und dann schauen wir mal, was der neue Film von Kabarettist Gerhard Poll zu bieten hat. Wir beginnen aber erstmal mit einer Weltmeisterin. Christine Theiss hat vor einem Monat die Kickbox-Karriere an den Nagel gehängt, ist aber weiter im Rampenlicht. In ihrer Heimat hat sie den 50. Ball der Stadt Bayreuth moderiert. Schlagfertig und charmant führt sie durch den Abend, Kickbox-Weltmeisterin Christine Theiss, und beweist damit, dass sich Boxsport und Eleganz nicht ausschließen müssen, ebenso wie Weltkarriere und Heimatverbundenheit. Was Thomas Gottschalk für Kulmbach ist, ist Christine Theiss für Bayreuth, mit dem Unterschied, dass die Bayreuther sie viel öfter zu sehen bekommen. Ich hatte eine ganz, ganz tolle Kindheit gehabt. Ich habe mich immer wohlgefühlt in dieser Stadt. Ich mag die Menschen hier, deswegen gibt es für mich überhaupt keinen Grund, nicht zurückzukommen. Es war auch ganz klar, dass Sie hier heute moderieren. Also die Anfrage ist schon, kam vor einem halben Jahr, hat also nichts mit meinem gewonnenen Kampf zu tun. Ich glaube, ich hätte es sogar machen dürfen, wenn ich verloren hätte. Aber ich habe sofort Ja gesagt, weil mir einfach klar war, für mich ist das eine Ehre, dass dann auch die Verantwortlichen der Stadt sagen, Mensch, nehmen wir doch die Theiss, die ist von hier und ich freue mich drauf. Bis jetzt macht alles Spaß. Eröffnet wird der Ball der Stadt Bayreuth wie üblich von der Oberbürgermeisterin. Und die meistgestellte Frage des Abends lautet, tun Sie's oder tun Sie's nicht? Nein, da hilft auch der Applaus nichts. Die Oberbürgermeisterin tanzt schon wieder fremd. Sie haben ja Ihrem Mann wieder ganz charmant aus der Patsche geholfen in diesem Jahr. Was haben Sie sich denn da einfallen lassen wieder? Es ist der 50. Ball der Stadt, es ist unser Jubiläumsball. Und dann habe ich überlegt, da passt es ganz gut, wenn wir jemanden einladen, der heute auch Geburtstag hat. Das ist gelungen, Thorwald Wild hat heute Geburtstag. Ich habe ihn angerufen und er hat spontan gesagt, ja, ich komme gerne, ich mache gern den Eröffnungswalzer. Und so war es dann auch. Warum wollen Sie partout nicht tanzen? Ich habe ja nicht gesagt, dass ich partout nicht tanzen will, sondern ich habe gesagt, ich stehe für den Eröffnungsball nicht zur Verfügung. Das heißt, Sie können sehr wohl tanzen. Und der Ausschuss der Öffentlichkeit. Dazu sage ich jetzt nichts. Die restlichen 2000 Ballbesucher hingegen haben keinerlei Berührungsängste mit dem Tanzparkett. Waren Sie heute schon auf der Tanzfläche? Sie sehen doch, wie verschwitzt ich bin. Sie sind schon kräftig getanzt, ja, Ihre Frau. Richtig, das ist immer eine Pflichtübung. Meine Frau legt Wert drauf und mir macht Spaß. Und manch anderer hätte sich womöglich gewünscht, nur tanzen zu dürfen. Erzähl mal, Sie haben ja ungeahnte Talente. Ja, also ich habe mich jetzt das erste Mal auf dem Hochrad versucht. Ich muss zugeben, daran muss ich noch ein bisschen üben. Tanzen geht leichter, oder? Tanzen geht wesentlich leichter. Habe ich natürlich auch meine Frau als Partnerin in der Regel. Und mit dem Mann jetzt heute war es ein wenig schwierig. Aber ich habe mich bedankt bei ihm. Sie werden jetzt nicht in Zukunft Einrad fahren oder Hochrad womöglich? Ja, ich glaube eher nicht. Aber es hat viel Spaß gemacht, diese neue Erfahrung, ohne Frage. Es war sehr lustig anzuschauen, muss ich sagen. Für eine Showeinlage auf dem Hochrad wäre die Ballrobe der meisten Damen ungeeignet. Ob kurz, ob lang, ob klassisch oder bunt, nicht nur die Bayreuther Damenwelt versteht es, am Jubiläumsball zu glänzen. Was muss ein Ballkleid Ihrer Meinung nach haben? Es muss für mich ein bisschen außergewöhnlich sein, sollte nicht jeder haben, nicht 0815, und darf ruhig ein bisschen Farbe haben. Ich hatte es einmal an und seitdem hing es im Schrank. Man kann das Kleid hinten wie vorne anziehen. Also ich habe ja schon einige wunderschöne Kleider gesehen, das ist auch ein sehr, sehr schönes Kleid. Aber bitte, diese Jackett, wo haben Sie denn das her? Das habe ich eigentlich in München gekauft und habe mich erst nicht getraut. Also ich habe mir sehr lange überlegt, soll ich das nehmen, soll ich es nicht nehmen. Nicht, dass ich noch mit einem Musiker verwechselt werde. Diese Gefahr besteht nicht. Die Musiker glänzen beim 50. Ball der Stadt Bayreuth vor allem mit ihren Instrumenten und sorgen für eine rauschende Ballnacht und einen beschwingten Start ins neue Jahr. Der Münchner Kabarettist Gerhard Polt kommt ins Kino und Action heißt sein neuer Film. Gedreht wurde hauptsächlich im Berchtesgadener Land. Er ist schon ein richtiger Amateurfilmer, dieser Gerhard Polt.
Für seine neue Realsatire und Action schlüpft er jedenfalls in die Rolle eines Amateurfilmers. Mein Name ist Pospich, Hans Pospich von der Pospich Filmproduktion. Ich möchte sagen, ich bin noch vor Stalingrad geboren, habe eine lückenlose Kindheit hinter mich gebracht. Haben Sie schon mal überlegt, mit Ihrer Filmerei ein bisschen Geld zu verdienen? Nein. Als Hans A. Pospich ist Polt überzeugt, zum Genie fehlt mir das Geld. Der erste Preis im Filmwettbewerb der örtlichen Sparkasse käme da gerade recht. Das ist ein schöner Spruch, finde ich, weil den habe ich oft gehört, dass einer zu mir gesagt hat, zum Genie fehlt mir das Geld. Und dieser Glaube, dass man genial ist, es fehlt nur Geld, das kann man schnell haben, diese Vorstellung. Ob, wenn das Geld dann da ist, wirklich das Genie dann auch noch da ist, das ist eine andere Frage. Nach 10 Jahren Pause kehrt der bayerische Kulturpreisträger als Schauspieler und Drehbuchautor auf die Leinwand zurück. Und Action heißt das neue Werk. Gedreht wurde die Kinosatire auch im oberbayerischen Freilassing. Im Kino wird Freilassing übrigens Neufurt heißen. Auf der Suche nach Drehorten hat Polt eine Zufallsbekanntschaft gemacht. Ein Filmenthusiast, der in einem alten Bauernhof lebt. Und er hat das auch so schön gezeigt, hat die Filme, hat er gesagt, was, Polt, hat er gesagt, ja, alles. Da ist, ich habe auch ein paar Softpornos drin, aber auch Seriöses, hat er gesagt. Und dann hat er mir noch den schönen Satz gesagt, hat er gesagt, man muss sich im Leben überlegen, Familie oder Film. Also ich wollte nur sagen, und so einen Menschen habe ich eigentlich schon beschrieben und dann trifft ich jemanden, der eigentlich fast sowas abdeckt, wie ich eigentlich spielen wollte. Das ist doch schön. Der wohl wichtigste Drehort für den neuen Film war eine Freilassinger Garage. In die wurde Hans Pospich verbannt, von seiner Frau. Sein Gegenspieler um die Vormachtstellung im örtlichen Filmclub ist Nagi, gespielt von Nikolaus Parila. Mit ihm konkurriert er auch bei einem Filmwettbewerb. Pospichs Thema: Adolf Hitler. Jetzt wirklich einen Film über den Hitler machen? Nein, ich nicht, aber wir. Da kann ich mir aber gleich die Kugel geben. So ein Blödsinn, so ein Schmarrn. Was hast denn du in der Schule über Adolf Hitler gelernt? War der jetzt für die Nazis oder gegen die Nazis? Na, was soll ich sagen? Ich bin ein Vollamateur. Stopp! Aus! Das habe ich doch gesagt. Was Sie gesagt haben, das sag immer noch ich. Auch Maximilian Brückner und Gisela Schneeberger werden im neuen Kinofilm zu sehen sein. Regie führt der Austro-Brite Frederick Baker. Bei der Vorpremiere in Bad Reichenhall waren auch viele Freilassinger. Es spricht für sich, wenn der Hauptdrehort eines Kinofilms über Kinofilmer kein eigenes Kino mehr hat. Wir haben natürlich Kinos gehabt und gerade da, wenn man den Kiosk gesehen hat, da daneben war mal das Kino, Bergland-Kino, wie ein Bub war. Aber man merkt im Grunde genommen, durch die Nähe von Salzburg, das sind ja immer diese Dinge, da wo dann die großen Cineplex und so weiter sind, hat leider dieses Kino, das wir gehabt haben, nicht Bestand gehabt. Am 6. Februar kommt der neue Polt-Film in die Kinos. Und Action! Prinzregententorte. Die bin ich. In Bayern gibt es nur wenige Inseln, auf denen der Karneval ausgelassen und prächtig in seiner Urform zelebriert wird. Das Ilmtal zum Beispiel im Landkreis Pfaffenhofen ist so eine närrische Region. Das erste große Gardetreffen in Reichertshausen beweist, dass dort auch schon die Jüngsten vom Gaudivirus befallen sind. 11.11 Uhr. Für eingefleischte Faschingsanhänger beginnt die närrische Zeit ja bereits im November. Aber spätestens seit diesem Wochenende rücken die Narren- und Prinzengarden wieder in das Licht der Öffentlichkeit. So auch beim Auftakt der Faschingssaison im Landkreis Pfaffenhofen. In der im Sommer frisch eingeweihten Ilmtalhalle standen beim ersten Gardetreffen unter anderem die Kinder- und Jugendgarden vieler oberbayerischer Gemeinden im Vordergrund. Für die Gäste war es ein Highlight und für die kleinen Teilnehmer ein besonderer Spaß. Dass man halt tanzen kann und mit anderen zusammen tanzen kann. Dass man Spaß hat. Also für mich, dass man Spaß hat. Es ist unterschiedlich. Mir halt, macht halt so viel Spaß. Ich weiß auch nicht warum. Dass man jemals vortanzen mag. Er kann. Und willst du auch mal Faschingsprinzessin werden? Ja, einmal schon. Mit Krone? Ja. Natürlich gibt's auch ein wenig Angst vor Fehlern. Zum Beispiel, wenn man sich vertanzt. Also an der falschen Stelle. Also zum Beispiel, wenn man an die falsche Stelle aus Versehen hüpft.
Aber diese Angst legt sich schnell. Das ist eigentlich nicht so schwer, wenn man ein paar Jahre Erfahrungen hat. Ach, und du hast ein paar Jahre Erfahrungen? Ich bin jetzt das dritte Jahr dabei. Wie alt bist du? 9. Bemerkenswert ist die ungebrochene Begeisterung der Kinder und Jugendlichen am Faschingstanz, die sich in professionellen und beeindruckenden Auftritten zeigt. In einer Zeit, in der es Vereine zunehmend schwerer haben, um Nachwuchs zu werben, haben im nördlichen Oberbayern Faschingsgarden einige Geheimtipps auf Lager, um die Jüngsten zu begeistern. Ich habe da Erfahrungen ja schon lange mit unseren Kindergärten und viele Eltern sagen, wenn die Mädchen zum Beispiel in die Kindergarten, aber auch Buben, meistens sind ja aus Familien Einzelkinder, die zu einer Garde kommen. Es sind Einzelkinder und so lernen die spielerisch im Team miteinander, schafft man was mit dem Team, erreicht man etwas. Das Tänzerische ist ja auch zusätzlich eine sportliche Aktion, weil sie müssen ja wirklich trainieren. Ich weiß, dass man sich einfach an den Fähigkeiten der Kinder bedienen muss. Das heißt, man kann nicht einfach Schritte machen, das was einfach nicht in den Genen der Kinder liegt. Und es ist einfach für die Gruppe, Freundschaften werden gebildet, die ewig dauern. Also wir haben ehemalige Prinzessinnen, die bei der ersten Kindergarde in den 80er Jahren dabei waren. Wir haben Glück, dass wir jedes Jahr relativ viele Kinder haben. Also von daher können wir uns jetzt nicht beschweren. Woher kommt das? Wahrscheinlich durch unsere Auftritte, durch unsere Kinderbälle, dass wir die Kinder relativ schon früh an uns binden, natürlich ein Stück weit. Und die Begeisterung da schon ein bisschen wecken dafür. Das Faschingstreiben auf dem Land floriert auch 2014, während zumindest nach Meinung der örtlichen Veranstalter in den größeren Städten seit Jahren ein Schwund zu beobachten ist. Die ländliche Gegend hat mit Sicherheit noch Faschingskultur und bemüht sich auch aus persönlichen Einsätzen der einzelnen Mitglieder dazu zu gewinnen. Man sieht es ja hier jetzt auf dem Garde-Treffen. Wir haben sehr viele Jugendliche, wenn man schaut, Haag in Oberbayern. Das ist eine riesen Garde mit riesen Nachwuchs. Und auf dem Land wird es noch gepflegt, im städtischen Bereich, weiß ich nicht, da ist es eher schon ein bisschen abgeflacht und ein bisschen schwächer. Der OCV Steinkirchen, Ausrichter des Gardetreffens, kann mit einer sehenswerten Show, hunderten Gästen und mehr als einem Dutzend gastierender Vereine sehr zufrieden sein. Zeit also für ein dreifaches Alarm! So viel vom bunten Treiben im Freistaat. Nach einer kurzen Pause sind wir wieder da mit den Nachrichten auf TV Bayern Live. Der Zirkus, den die ganze Welt kennt. Zirkus Krone. Winterzeit ist Kronezeit. Meine Stadt, mein Zirkus, Krone, endlich wieder in München, jetzt mit dem ersten Winterprogramm. Tickets und Infos unter www.zirkus-krone.de und 089 545 8000. Ihr ganz persönliches Geschenk. Mein CW-Fotobuch. Mein Leben. Eine Zahnbehandlung kann teuer werden. Sparen Sie bis zu 70% durch eine Behandlung Ihrer Zähne in Ungarn. Zum Beispiel bis zu 14.000 Euro bei einer Totalbrücke. Mit Denta günstig fliegen Sie für 199 Euro zur Voruntersuchung für 2 Tage nach Budapest. Inklusive Röntgenbild und Hotelübernachtung. Nutzen Sie das Denta günstig Kennenlernangebot. 2 Tage Budapest für 199 Euro. Infos auf www.dentagünstig.de. Oder Sie rufen jetzt an unter 0800 23 00 002. Willkommen zurück bei TV Bayern Live mit den Nachrichten aus dem Freistaat. Pleite. Der Weltbildverlag in Augsburg hat Insolvenz angemeldet. Chaos auf den Gleisen, wie es mit den Meridian-Zügen in Oberbayern weitergeht. Und
Bei der Suche nach Peggy wurde jetzt ein Grab in Lichtenberg geöffnet. Das und mehr jetzt bei uns. Frust und Ärger bei den Pendlern in Oberbayern. Beim Wechsel von den roten Deutsche Bahn-Zügen hin zu den blauen Meridian-Zügen ist wohl alles schiefgelaufen, was schieflaufen konnte. Nun hat der französische Verkehrskonzern versprochen, dass im April alles perfekt laufen wird. 4 Monate später als eigentlich vorgesehen. Schon vor Monaten war klar, dass nicht alle Züge des Typs Flirt pünktlich zum Betriebsstart Mitte Dezember fertig werden würden. Veolia setzte stattdessen Ersatzzüge ein. Nicht genug. Die Kunden sind sauer. Viele der Züge sind zu kurz. In Fraundorf dagegen ist das Gegenteil das Problem. Die meisten neuen Meridianzüge sind schlichtweg zu lang für den kurzen Bahnsteig. Die Folge? Hier hält zur Hauptverkehrszeit kaum noch ein Zug. Die Pendler müssen mit dem Auto zum nächsten Bahnhof fahren. In den kommenden Jahren soll der Fraundorfer Bahnhof erneuert und verlängert werden, damit dann auch wieder Züge dort halten. Als Peter Ramsauer noch Verkehrsminister war, begrüßte er den Wettbewerb auf den Schienen. Von möglichen Vorteilen merkten aber vor allem die Kunden bisher nichts. Denn manchmal kamen die Züge gar nicht oder sie waren sogar so überfüllt, dass niemand mehr einsteigen durfte. Versprochen wurden den Fahrgästen mehr Züge und kürzere Fahrzeiten. 3 Wochen nach dem Betriebsstart der Meridianzüge scheint endlich etwas voranzugehen. Die Bayerische Oberlandbahn stellt mehr Züge in Aussicht. Außerdem wollen die beiden großen Bahnkonzerne die Informationspolitik verbessern. Ab Mitte Januar informiert die Deutsche Bahn online über Verspätungen des fremden Konzerns. Eigentlich hätte von Beginn an alles glatt laufen sollen. Nun verspricht der französische Bahnkonzern, dass die Verbesserungen ab April tatsächlich umgesetzt werden. Ob er sein Versprechen dieses Mal hält? Die Leiche der kleinen Peggy aus Lichtenberg hat man bis heute nicht gefunden. Auch nach 13 Jahren ist dieser Fall noch nicht abgeschlossen. Jetzt lässt die Staatsanwaltschaft ein Grab auf dem Lichtenberger Friedhof öffnen. Es ist das Grab einer 81-jährigen Frau, in dem die Ermittler die Leiche von Peggy Knobloch vermuten. 2 Tage nach dem Verschwinden wurde die Frau hier begraben. Der Verdacht, jemand könnte die Gelegenheit genutzt haben, um die Leiche von Peggy in das Grab zu legen. Damals gab es keinen Anlass, das Grab zu öffnen, doch jetzt gibt es offenbar neue Hinweise. Die Lichtenberger schenken solchen Aktionen mittlerweile nur noch beiläufig Beachtung. Sie sind es gewohnt, immer wieder im Mittelpunkt des öffentlichen Interesses zu stehen. Ich habe bloß mal geschaut, weil da oben von unser Grab ist sein. Und da habe ich da hinten mal runter und habe ich einmal durchgelaufen. Sonst hätte mich das gar nicht so interessiert. Was sagen Sie denn dazu? Dass die noch lebt. Wie wenn die Leiche wohl in das Grab reinkommen ist, aber das kann ich mir nicht vorstellen. Sowas. Die Staatsanwaltschaft Bayreuth greift zur Aufklärung des Verschwindens von Peggy jeden Hinweis auf. Das Öffnen des Grabes ist für die Hinterbliebenen ein Schock. Von der Exhumierung der Cousine seines Vaters hat Herbert Heinl erst aus den Medien erfahren. Ich wundere mich sehr, das ist das stärkste Gefühl. Und das zweite Gefühl ist, dass ich sehr verärgert bin, dass man hier die Grabruhe, egal welches Menschen, und hier betrifft es halt noch eine Verwandte, stört auf der Suche nach unsinnigen Methoden im Sinne von der Suche nach der Peggy. Die Grabungen auf dem Lichtenberger Friedhof werden noch am gleichen Tag beendet. Mittlerweile hat die Staatsanwaltschaft offiziell bekannt gegeben, dass in dem Grab Knochen gefunden wurden, die aber keinesfalls von einem Kind stammen können. Den Freistaat hat in diesen Tagen noch viel mehr bewegt. Hier ist unser TV Bayern Live Nachrichtenüberblick. Die Diskussion um das ehemalige Quelle-Areal in Nürnberg geht weiter. Jetzt sollen die Bürger entscheiden, was mit dem Gebäudekomplex passiert. Seit dieser Woche können sie in einer Online-Petition für den Erhalt abstimmen. Bereits 40 Millionen Menschen weltweit haben das Portal besucht. Die Initiatoren hoffen auf zahlreiche Unterschriften. Momentan steht das Quelle-Gebäude bis auf wenige Büroräume leer und ist immer wieder politischer Streitpunkt. Während Markus Söder keine Verwendung für das denkmalgeschützte Gebäude sieht, will Nürnbergs Oberbürgermeister Ulrich Mali das Areal wiederbeleben.
Der Weltbild-Verlag hat Insolvenz angemeldet. Das gab das Unternehmen in einer Pressemitteilung bekannt. Weltbild war in den letzten Jahren mehr und mehr in die Schieflage geraten. Als Ursache machen Beobachter das veraltete Geschäftsmodell aus. Die Geschäftsführung selbst sieht die schwachen Umsatzzahlen des letzten halben Jahres als Grund. Hauptgesellschafter des Weltbild-Verlages ist die katholische Kirche. Weltbild ist mit einem Jahresumsatz von rund 1,6 Milliarden Euro der zweitgrößte Buchhändler in Deutschland. Durch die Insolvenz sind 6.300 Arbeitsplätze in Gefahr. Schulbus umgekippt. In Wallerfing im Landkreis Deggendorf ist am Donnerstag ein Bus auf dem Schulweg in den Straßengraben gerutscht und umgestürzt. Unfallursache war laut Polizei die Straßenglätte in den Morgenstunden. Von den 24 Schülern, die sich im Bus befanden, wurden 4 leicht verletzt. Ein Fahrfehler des 47-jährigen Busfahrers lag nach Auskunft der Polizei nicht vor. Immer wieder haben sich hier Rechtsradikale eingenistet. Das Gasthaus Gruber in Halsbach war ein Treffpunkt für Neonazis. Dann wurde das Gebäude zwangsversteigert. Die Bürger in der kleinen Gemeinde zeigten immer wieder deutlich, dass Neonazis in Halsbach keinen Platz haben. Nun setzt die 925-Seelen-Gemeinde ein weiteres Zeichen gegen rechts. Im Gasthaus Gruber sollen künftig Asylbewerber wohnen. Für die rechte Szene mit Sicherheit eine Provokation. Wann kommt endlich der Winter zu uns nach Bayern? Das fragen sich die ganzen Schneefans. Kai Zorn aus der Wetterredaktion verrät es uns. Hallo Kai. Wir haben Kai kurz gesehen, aber er wollte uns es noch nicht verraten. Schauen wir mal. Wir versuchen es nochmal. Kai Zorn. Grüße Sie zum Wetter. Zwischenhoch Axel liegt über uns und Axel sorgt dafür, dass wir zunächst eine sternenklare oder höchstens leicht bewölkte Nacht haben. Im weiteren Verlauf der Nacht sammelt sich in den Niederungen dann wieder Nebel. Die Temperaturen sinken im Schnitt auf minus 1 bis minus 4 Grad. Dort, wo wir Schnee haben, das ist in den Hochtälern des Bayerischen Waldes und in einigen Alpentälern der Fall, da geht es noch weiter runter. Und das heißt auch Scheibenkratzen morgen früh. Es wird eine der kältesten Nächte seit längerer Zeit sein. Morgen tagsüber starten wir in Franken erst einmal mit einigen Nebel- und Hochnebelfeldern. Nach und abseits des Nebels scheint zumindest in Mittelfranken und in Oberfranken noch die Sonne. Insgesamt zieht sich aber der Sonnenschein immer weiter Richtung Oberbayern und Oberpfalz zurück. Gleichzeitig kommen dann von Hessen und Württemberg her Wolken auf, die zwischen Odenwald, Spessart und Rhön im Laufe des Nachmittags ein paar Regenfälle bringen. Die Höchstwerte erreichen dazu im Schnitt 1 bis 4 Grad. Der Wind kommt nur schwach daher, zunächst aus südöstlichen Richtungen. Mit dem Regen dreht er dann allmählich auf Südwest. Im Osten, in der Oberpfalz und in Niederbayern, da haben wir oft beständigen Nebel und Hochnebel. Vor allen Dingen die Naab entlang an der Donau. Am unteren Inn und an der unteren Isar, auch im Rottal, bleibt es zum Teil beständig trüb. Abseits des Nebels scheint die Sonne und wir haben nur ganz, ganz dünne, hohe Wolkenfelder. Die Höchstwerte erreichen im Nebel gerade mal 0 bis 1, sonst mit Sonnenschein 2 bis 5 Grad. Auch hier ist der Wind nur sehr schwach. Er kommt aus östlichen Richtungen daher, also der böhmische, ganz, ganz schwach. Im Süden, Schwaben, Allgäu und Oberbayern, haben wir strahlend sonniges Wetter mit nur ganz, ganz dünnen, hohen Wolkenfeldern. Am unteren Lech, an der unteren Isar und Richtung Donau, da halten sich dann wieder zähe Nebelfelder bei nur wenig über 0 Grad. Und die knapp 10 Grad bedingt durch Föhn fühlen sich geschützt in der Sonne noch wärmer an. Dann wird es die kommenden Tage eher nasskalt, hier auch der schwache Südwind. Nasskalt eben die kommenden Tage mit vielen Wolken, ein bisschen Regen und Schneeregen. Und ab Donnerstag ist es dann meist wieder neblig trüb. Der Zirkus, den die ganze Welt kennt. Zirkus Krone. Winterzeit ist Kronezeit. Meine Stadt, mein Zirkus, Krone, endlich wieder in München, jetzt mit dem ersten Winterprogramm. Tickets und Infos unter www.zirkus-krone.de und 089 545 8000. Ihr ganz persönliches Geschenk.
Mein CW-Fotobuch. Mein Leben. Eine Zahnbehandlung kann teuer werden. Sparen Sie bis zu 70% durch eine Behandlung Ihrer Zähne in Ungarn. Zum Beispiel bis zu 14.000 Euro bei einer Totalbrücke. Mit Denta günstig fliegen Sie für 199 Euro zur Voruntersuchung für 2 Tage nach Budapest. Inklusive Röntgenbild und Hotelübernachtung. Nutzen Sie das Denta günstig Kennenlernangebot. 2 Tage Budapest für 199 Euro. Infos auf www.dentagünstig.de. Oder Sie rufen jetzt an unter 0800 23 00 002. Da sind wir wieder von TV Bayern Live. Ein guter Vorsatz fürs neue Jahr war sicher bei vielen, den Weihnachtsspeck wieder runterzukriegen. Wir haben gleich ein paar Tipps für Sie, wie das funktioniert. Doch vorher feiern wir eine Runde Geburtstag mit der AOK. Mit diesem Werbespot von 1988, also vor mehr als 25 Jahren, warb die Allgemeine Ortskrankenkasse, kurz AOK, für die Umbenennung von der Krankenkasse zur Gesundheitskasse. Diese Umbenennung war allerdings mehr als eine einfache Namensänderung. Vielmehr sollte die Gesundheit der Versicherten aktiv geschützt werden. Eine Gesundheitskasse kümmert sich nicht nur um Krankheit im Sinne von organisiert Behandlung und finanziert Behandlung, sondern sorgt dafür, dass die Menschen Hilfe zur Selbsthilfe im Umgang mit der eigenen Gesundheit bekommen und insbesondere gestützt darauf lernen, mit der eigenen Gesundheit umzugehen. 53.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten täglich bei der Krankenversicherung, um diesem Ziel näher zu kommen. Ein Ziel, das auch von der bayerischen Gesundheits- und Pflegeministerin unterstützt wird. Als Gesundheits- und Pflegeministerin ist mir für diese Legislaturperiode, für die nächsten Jahre sehr wichtig, dass wir die Menschen mitnehmen, dass wir eben im Gesundheitsbereich sie auch aktivieren und davon überzeugen, dass sie auch selber etwas tun können. Ich denke an den Bereich Prävention, dass es eben auch notwendig ist, gesunde Ernährung, ausreichend Bewegung, Vorsorgeuntersuchungen zu besuchen, dass wir einfach das da die Menschen aber auch erreichen, dass es nicht nur die es interessiert, sondern dass wir möglichst eine breite Masse an Menschen auch mitnehmen, sei es über bereits im Kindergarten, Schule, am Arbeitsplatz, dass wir eben diese Menschen mitnehmen, damit wir Prävention in allen Ebenen haben. Doch damals kam die Idee der Umbenennung nicht bei jedem gut an. Selbst aus den eigenen Reihen gab es kritische Stimmen und auch der damalige Bundesgesundheitsminister Horst Seehofer war zunächst nicht einverstanden. Ja, 1988 kam es zur Gesundheitskasse, 1992, wenn man so will, eigentlich Jahre später, als er Gesundheitsminister war, hat er bei einem AOK-Tag in Hamburg erklärt, er versteht nicht, warum eine Krankenversicherung jetzt marktmäßig auftritt und von Gesundheit schwafelt und von Gesundheit redet. Man sollte sich doch den augenblicklichen Zweck wieder besinnen und zu einer Krankenversicherung werden. Und einer meiner Vorgänger damals als Vorsitzender der Selbstverwaltung ist aufgestanden, ist ans Rednerpult gegangen und hat gesagt, Herr Gesundheitsminister Seehofer, wenn Sie sich Krankenminister nennen, nennen wir uns auch wieder Krankenkasse. So wurde die AOK die erste Gesundheitskasse, die ihren Versicherten Präventionskurse anbot. Neben sogenannten Ersatzkrankenkassen wie Barmer und Technikerkrankenkasse zählt die AOK mit mehr als 24 Millionen Versicherten zu den größten gesetzlichen Krankenkassen in Deutschland. Um weiter attraktiv zu bleiben, will man sich, wie bei anderen großen Marken auch, immer wieder neu erfinden. Doch der Grundgedanke der Gesundheitskasse soll weiterhin bestehen. Plätzchen, Lebkuchen oder Festtagsbraten. Weihnachten ist lecker und kalorienreich. Weihnachten ist ja jetzt vorbei, aber bei einigen von uns zeigt die Waage ein paar Kilo mehr an. Wir haben uns von einem Profi beraten lassen, mit welchen Tricks die Weihnachtspfunde wieder purzeln. Radeln, laufen, schwitzen. Zu Beginn des neuen Jahres ist der Andrang auf die Fitnessstudios riesig. Viele wollen die überschüssigen Weihnachtspfunde wieder loswerden und bis zum Sommer die optimale Bikini-Figur erreichen. Die guten Vorsätze fürs neue Jahr halten aber meist nicht allzu lange. Ja, die ersten 3 Monate sind die Leute auch mehr motiviert, kommen noch häufiger. Dann nimmt es Richtung Sommer ein bisschen ab. Aber trotzdem, die Leute bleiben dabei, kommen halt dann nicht mehr so häufig.
und die Periode von der Besucherzahl wird halt etwas weniger. Ja, der innere Schweinehund ist dann halt doch nicht so leicht zu überlisten. Wenn die Muskeln schmerzen und der Puls in die Höhe schießt, sehen sich viele wieder nach Hause auf die Couch. Es gibt aber einen Trick, um trotzdem möglichst lange am Ball zu bleiben. Feste Ziele setzen. Den Sport nicht als Stress sehen oder als Muss, sondern Freiraum für jeden. Also wenn man sagt, man hat 3 feste Tage im Monat oder in der Woche, das ist für mich Freizeit, die nutze ich, da gehe ich dann rein, habe meine Freude dran, schalte komplett vom Berufsleben ab, mache meinen Sport und dann kann ich wieder meinem normalen Tagesprogramm nachgehen. Das A und O für alle, die an Gewicht verlieren wollen, die richtige Ernährung in Kombination mit dem passenden Training. Dabei ist es wichtig, viel Obst und Gemüse sowie eiweißhaltige Produkte wie Fleisch und Fisch zu sich zu nehmen. Fettiges Essen lieber weglassen. Aber Verzicht ist nicht alles. Vielmehr kommt es auf die Menge an. Weniger ist mehr. Darauf achten, was verbrauche ich tatsächlich an Kalorien tagsüber. Wie viele Kalorien führe ich zu mir? Ist eigentlich eine ganz einfache Rechnung. Wenn ich mehr Kalorien zuführe, als ich verbrauche, nehme ich zu. Wenn ich eine negative Energiebilanz habe, dann nehme ich natürlich ab oder baue dementsprechend wieder Fett ab. In den Problemzonen Bauch, Beine und Po lagern sich kleine Fettpolster besonders gerne an. Um die möglichst schnell wieder loszuwerden, empfiehlt Gerhard Budi das sogenannte TRX-Band. Es unterstützt das Training mit dem eigenen Körpergewicht. Die Belastung der Gelenke und Muskelgruppen variiert und kann individuell abgestimmt werden. Man kann alle Muskeln mit dem Gerät trainieren, also man muss nicht in ein Trainingsgerät reingehen. Man kann es überall machen, im Urlaub, zu Hause, kann man immer mitnehmen, im Rucksack oder im Gepäck. Und wie gesagt, es sind alle Muskelgruppen an dem Training beteiligt. Bis erste Erfolge sichtbar sind, braucht es etwas Geduld. Wenn dann aber mal die Pfunde purzeln, weiß man, dass sich die Mühe gelohnt hat. Und dann beginnt auch langsam aber sicher der Spaß an der Bewegung. Ex-Fußballnationalspieler Thomas Hitzlsperger hat solche Sorgen nicht. Im Gegenteil, er hat jetzt eine Sorge weniger, denn er hat sich als homosexuell geoutet. An die Öffentlichkeit gegangen ist auch der Oberheider Pfarrer Stefan Hartmann. Ein katholischer Pfarrer. Jahrelang hat er die Existenz seiner Tochter verleugnet, um seine Kirchenkarriere nicht zu gefährden. Er ist so glücklich und stolz, als sei seine Tochter Katharina gerade erst geboren worden. Und irgendwie ist es für Pfarrer Stefan Hartmann auch so. Ja, er hat immer von ihr gewusst. Erst vor ein paar Jahren sieht er ein Foto von ihr. Der Wunsch, ein Teil von Katharinas Leben zu werden, wächst immer mehr. 2008 dann das Bekenntnis vor seiner Gemeinde. Heute vor ganz Deutschland. Die Gemeinde war natürlich überrascht zunächst, aber hat es dann sehr positiv aufgenommen, also zu über 90%. Und hat mich ermutigt und es ging mir seither immer besser, auch in der Gemeinde, auch mit mir selbst. Und inzwischen ist es überhaupt kein Thema mehr, außer jetzt heute, wo heute die Fernsehteams kamen, auch Interviews gemacht wurden. Die Oberheider unterstützen ihren Pfarrer voll und ganz seit seinem Bekenntnis im Ort vor 6 Jahren. Das haben sie erzählt, dass der Herr Pfarrer das zugegeben hat, dass er eine Tochter hat. Und es war auch eigentlich kein großes Thema für uns. Er ist auch ein sehr netter Mann, ein sehr guter Pfarrer in unserer Gemeinde. Es ist menschlich und alles normal. Das heißt, Oberheit steht hinter dem Pfarrer. Jawohl. Stefan Hartmann weiß um seinen großen Fehler. Doch hat ihn auch die Struktur der Kirche in seinen jungen Lebensjahren dazu getrieben. Der neue Papst reißt selbst sogar Witze über den Zölibat. Deshalb traut sich der Pfarrer nun auch an die große Öffentlichkeit. Ich möchte für die Kirche etwas bewirken, etwas voranbringen, im Sinne auch des Konzils und dessen, was uns Papst Franziskus sagte, am Weltjugendtag zu den Jugendlichen, seid Unruhestifter und ein bisschen Unruhe im guten Sinne möchte ich auch stiften, dass dieses überholte Zölibatsgesetz geändert wird. Seit 2008 weiß auch das Erzbistum Bamberg von der Tochter eines seiner Pfarrer. Kirchenrechtlich habe es aber keine Konsequenzen für Stefan Hartmann. Aus der Pressestelle des Erzbistums Bamberg heißt es, dass Pfarrer Stefan Hartmann auch weiterhin nicht mit Konsequenzen rechnen muss. Denn es besteht generell ein Unterschied darin, ob es sich um eine dauerhafte Beziehung zu einer Frau, einer jahrelang geheim gehaltenen Lebenspartnerschaft handelt oder um einen einmaligen Fehltritt. Und von dem geht die Erzdiözese Bamberg im Fall von Pfarrer Stefan Hartmann aus. Die Stellungnahme des Erzbistums gibt es nur am Telefon. Man wolle die Diskussion um den Zölibat nicht anheizen. Pfarrer Stefan Hartmann dagegen hofft, in diese Diskussion neuen Schwung zu bringen. Musik.
verschiedenen Disziplinen beim Fechten. Der Fechtering Nürnberg will diese Sportart vorantreiben, vor allem bei den Kindern. Los. Konzentration, Reaktion, Dynamik, das sind nur ein paar Faktoren, um die es beim Fechten geht. Umso wichtiger, dass diese Eigenschaften möglichst früh erlernt und ausgebildet werden, am besten schon im Grundschulalter. Das haben sich auch die Verantwortlichen vom Fechtering Nürnberg gedacht und ein Konzept erarbeitet, mit dem man Kinder an den Fechtsport heranführen kann. Wir haben an jeweils 5 Schulen im Nürnberger Norden und im Nürnberger Süden erstmal Vorführungen im Juli gemacht, haben 3000 Kinder im Prinzip in den Klassen damit erreicht und konnten uns dann, sage ich mal, mit 2 zusammengeführten jeweils Schul-AGs, also hier im Norden, wo wir jetzt hier sind, da hatten wir über 80 Kinder, die diese Schul-AGs besuchen von diesen 5 Schulen, und im Süden sind es in etwa 40 Kinder, also das ist schon eine ganz ordentliche Anzahl. Insgesamt 120 Kinder sind also mittlerweile schon in den Schularbeitsgemeinschaften organisiert, die als Basis für die Nachwuchsarbeit dienen sollen. Einmal wöchentlich trainieren die Mädels und Jungs in der SAG und erlernen dabei die Grundlagen des Fechtens. Kleidung und Ausrüstung werden kostenlos vom Fechtering gestellt. Und der Erfolg ist schon deutlich erkennbar. Über 20 der insgesamt 120 Kinder in den Schul-AGs sind bereits in den Verein eingetreten. Ein weiterer positiver Aspekt dieses Projekts. Kinder haben heute, sage ich mal, vielfältige Ausrichtungen. Die wollen Musik spielen, die wollen alles Mögliche tun. Aber eigentlich so richtig Erfolg und Leistungssport, es geht immer mehr verloren, haben wir den Eindruck in unserer Gesellschaft. Und da wollen wir eigentlich so eine Kontermarke setzen und wollen sagen, hey, guckt mal, in der Umgebung, mit dem Rahmen, noch dazu mit so einer Sportart, da kann man auch was erreichen, und das wollen wir den Kindern auch vermitteln. An sich, sage ich mal, ist schon ein großes Interesse da, und wenn man den Kindern das richtig zeigt und richtig erklärt, dann springt da der Funke schon auch über. Und das ist, denke ich, das Wichtige, was man eben zu wenig tut. Man muss sich heute anstrengen in der heutigen Zeit. Es ist eben nicht mehr so einfach, dass die Kinder von selber in den Verein kommen. Und daher ist es wichtig, die Kinder wirklich abzuholen und da auch eine Begeisterung zu wecken. Von selber kommen die nicht mehr so einfach. Der Verein hat in meiner Grundschule eben vorgemacht. Und dann habe ich mich mit meiner Freundin hier angemeldet. Früher war ich noch in Ingolstadt, und dort gab es halt, weil meine Mutter auch Lehrerin ist und dann den Fechtlehrer dort kannte, gab es halt immer solche Gruppen-AGs fürs ganze Jahr, und dort habe ich mich halt entschlossen hinzugehen, dann habe ich den Verein genommen. Für den 1928 gegründeten Fechtering ist dieser Zulauf natürlich ein echter Segen. Im Dezember konnte der Verein sein 100. Mitglied begrüßen. Dahinter steckt allerdings harte Arbeit, insbesondere im Nachwuchsbereich, für die der Fechtering mit dem grünen Band des Deutschen Olympischen Sportbundes ausgezeichnet wurde. Die Idee ist einfach, die Leistungspyramide von unten aufzubauen, das heißt mit möglichst vielen Kindern dort dann eine Leistungsspitze zu generieren langfristig. Wir leben im Prinzip von der Jugendarbeit. Ich glaube, wir haben einen Jugend- und Kinderanteil von 75% im Verein, und letztendlich ist es auch die Arbeit jetzt für die nächsten Jahre, dort Kinder und Jugendliche so auszubilden, dass dann erwachsene Leistungssportler rauskommen. Einer, der sich auf dem besten Weg dorthin befindet, ist der 18-jährige Adam Domanski, der sozusagen das Aushängeschild des Fechterings darstellt. Ihm eifern momentan viele junge Nachwuchssportlerinnen und Sportler nach, die am Fechten großen Gefallen gefunden haben. Ich finde es einfach cool, auf der Bahn zu stehen und einfach, dass du halt nicht so wie beim Fußball mit anderen kämpfst, sondern einfach nur auf dich allein angewiesen bist. Und es ist einfach cool. Ja, also es ist natürlich anders als die ganzen anderen Sportarten. Es unterscheidet sich halt wirklich gut davon, und ja, das gefällt mir halt daran. Ich mag die Aktion, und ich finde, es sieht ziemlich cool aus. Also so elegant, und ja, man muss halt auch dazu denken. Ja, es macht mir einfach Spaß. Man kann halt den anderen kloppen, wie man will. Ja, gefällt mir halt. Naja, das ist sicherlich nicht ganz der Sinn der Sache, denn nicht umsonst besitzt der Fechtering Nürnberg seit kurzem als einer von 7 Vereinen den Status als Nachwuchsleistungszentrum des Deutschen Fechterbundes. Eine große Auszeichnung und Anerkennung für die bisherige Arbeit, dennoch gibt es gerade in finanzieller Hinsicht noch viel zu verbessern. Uns werden durch die Konstrukte, in denen wir leben, die Spitzenfechter an die Bundesstützpunkte weiter befördert. Wir haben da nichts mehr davon letzten Endes, und wenn wir dann in den Kaderbereich kommen, sind die Fechter weg. Also insoweit muss man gucken, dass man, was die Förderung und Finanzierung angeht, eben das nicht nur mit Ehre belegt, was uns natürlich sehr freut, aber die Ehre alleine
reicht nicht, um so einen Betrieb dauerhaft aufrechtzuerhalten. Da müssen schon auch, sage ich mal, entsprechende Fördergelder längerfristiger vom Spitzenverband und auch vom Landesverband kommen. Die kontinuierliche Arbeit für den Verein und insbesondere die Förderung des Leistungssports sind also die Ziele des Fechterings. Mit dem Projekt Schul-AGs ist ein erster Schritt in diese Richtung gemacht. Und spätestens bei den bayerischen Schulmeisterschaften am Ende des Schuljahres wird man dann sehen, was die Kinder in den SAGs am Säbel schon gelernt haben. Von der kleinsten Bibel der Welt bis hin zur kompletten Orgel. All das gibt es zu sehen auf der Gloria-Messe in Augsburg. Die Kollegen von der Kirchenredaktion zeigen Skurriles, Praktisches und Schönes aus der Welt des Glaubens. Katholisch von A bis Z bei K. Unter Katakomben kann ich mir doch noch was vorstellen. Ja, alte, vermoderte, feuchte, staubige Keller irgendwo unten. Aber bei zum Beispiel Katechumenenöl, da wird es schon schwer. Ich darf dich kurz aufklären. Das Katechumenenöl, Taufbewerber werden auf ihrem Weg zur Taufe mit dem Katechumenenöl gesalbt. Oder Kasel. Das klingt für mich nach Kassler. Das ist so, Kassler ist für mich ein Braten. Aber Kasel ist Kapuzenmantel, liturgisches Obergewand, das der Priester während der Heiligen Messe trägt. Verrückt. Wir haben, glaube ich, einen großen Nachholbedarf, den es zu tilgen gilt. Ich glaube, das machen wir jetzt auch mal. Und wo könnte man das besser als auf einer Kirchenmesse? Nämlich auf der Gloria in Augsburg. 107 Aussteller aus 12 Ländern präsentieren hier alles, was irgendwie mit Kirche zu tun hat. Die Gloria ist übrigens die einzige Messe dieser Art im ganzen deutschsprachigen Raum. Wenn wir hier nicht auch ganz nebenbei unsere Wissenslücken füllen können, wo dann? Schau mal, da gibt es die ganzen Gewänder. Ah! Schau mal, ob es eine Kasel gibt. Oder auch Kassler. Eine Kasel? Nein. Das ist ein Schuldertuch. Das ist das erste Teil, wo der Priester anzieht. Das hat auch einen Schutz für die Messgewänder, die dann drüber gezogen werden. Als nächstes kommt dann die Albe, weiß. Wie auch unser erstes Gewand, das jeder bei seiner Taufe anhatte. Ist das so ein Kletterknoten? Pfarrer-Spezialknoten. Die Stola ist das eigentliche Zeichen des Priesters. Die hat hier auch ein Kreuz, die küsst man, bevor man sie anzieht, das ist Kreuz. Dann legt man sie sich um den Nacken praktisch. Jetzt ist praktisch das innere Teil fertig und jetzt darf ich das Messgewand drüber ziehen. Ist das jetzt dann diese berühmte Kasel? Das ist die Kasel. Ha. Die Kasel. Die Kasel. Die haben wir gesucht. Ein Gewand wie dieses wird übrigens handgefertigt und speziell dem Anlass angepasst. Das Grün wird vom Priester zum Beispiel an Sonntagen im Jahreskreis getragen. Violett im Advent oder in der Fastenzeit. Weiß ist die Festfarbe für Weihnachten oder Ostern. Die Farbsymbolik ist übrigens in der katholischen und evangelischen Kirche ganz ähnlich. Das ist was für mich. Ja, cool. Haha. Lass dir Zeit, hab Spaß. Ich habe einen kleinen Termin gerade, ich muss dringend weg. Mach nur weiter. Pah, von wegen Termin. Bei dem Gedudel musste ich einfach nur flüchten. Ganz dringend. Soll sie sich doch amüsieren. Ich suche inzwischen nach eigenen Herausforderungen. Währenddessen lass ich mir noch mal erklären, wie so eine Orgel funktioniert. Jeder Virtuose sollte schließlich auch rein technisch eine Ahnung von seinem Instrument haben. Das Prinzip hat ja irgendwas mit Luft zu tun, glaube ich. Und da hat man ja die Pfeifen und genau. Sie können es, glaube ich, besser erklären. Pfeife und Luft wäre ja auch eine Blockflöte. Wir brauchen dann eben noch das dritte und das sind die Tasten. Thomas Jann ist selbst Orgelbaumeister und Vorsitzender des Bundes Deutscher Orgelbaumeister. An einem sogenannten Portativ, einer Mini-Orgel, erklärt der Niederbayer die grundlegende Funktion des Instruments. Der Balk, dessen Winddruck jetzt von Hand gemacht wird. Die Pfeifen, die hier stehen,
wie die Orgelpfeifen, daher auch der Ausdruck. Und das steht jetzt quasi jede Pfeife für eine Taste? Richtig. Also wir können ja nicht wie bei der Blockflöte durch Klappen oder Löcher zuschließen verschiedene Tonhöhen erzeugen, sondern wir brauchen für jede Tonhöhe eben eine Pfeife, zugeordnet zu einer Taste. Und das ist ein Register. Ein Register ist so ein Block, wenn man jetzt so in Laiensprache spricht. Ganz genau. Spricht. Ja. Mhm. Bei einer größeren Orgel hat eben ein Register 56 Pfeifen vom großen C bis zum G3. Wahnsinn, das klingt unheimlich komplex. So ein Organist, das muss auch ein Koordinationstalent irgendwo sein, oder? Ja, er hat eigentlich mehr ein Cockpit, wenn Sie im Münchner Frauendom 4 Manuale haben mit über 140 Registerwippen, mit Fußpedale, die unterschiedliche Funktionen haben. Ein Organist muss 10 Töne gleichzeitig beherrschen. Ja, ein Trompeter muss nur einen Ton gleichzeitig beherrschen. Der Trompeter verdient allerdings das Zehnfache bei einem Konzert als der Organist. Aus der Kirche ist die Orgel aber schlicht nicht wegzudenken. Schließlich ist sie eines der zentralen akustischen und eben auch baulichen Elemente dort. Mittlerweile gibt es natürlich auch hochmoderne Modelle, viel kleiner als früher und sogar komplett digital. Sie richtig zu spielen, bleibt aber nach wie vor eine wahre Kunst. Ich glaube, da kann ich mit meinem Flohwalzer leider einpacken. Na also, Herausforderung gefunden. An diesem Stand werden Kerzen hergestellt. Und mehr noch, sie werden ganz individuell von Hand verziert. Das Prinzip ist eigentlich ganz einfach. Mit Schablonen werden Teile aus dünnen Wachsplatten ausgeschnitten und auf Kerzen geklebt. Muss man da auf irgendwas achten? Oder gibt es irgendwelche Schwierigkeiten? Einfach eigentlich nur ein bisschen handwerkliches Geschick haben. Okay. Wollen Sie es mal versuchen? Ich probiere mal einen roten Stern. Genau. Sie können, wie Sie wollen, jetzt außen oder den inneren ausschneiden. Das ist ein Skalpell? Das ist ein Skalpell, ja. Wir benutzen. Das trauen Sie mir zu. Okay. Naja, Weihnachten ist zwar schon vorbei, aber so zum Einstieg tut's auch erstmal ein Stern. Genau so ausschneiden. Das ist sehr gut. Suchen Sie noch wen, vielleicht würde ich bei Ihnen anfangen. Ja, genau. Eine Kerze soll am Ende mehr können als nur schön aussehen und brennen. Eine Osterkerze beispielsweise symbolisiert die Auferstehung oder auch ganz allgemein Jesus, der als Licht in die Welt kommt und die Dunkelheit erhellt. Dann gehe ich immer von unten und hole das dann so vorsichtig raus. Und jetzt nimmt man es einfach und drückt es auf dann die Kerze? Können Sie es einfach, genau, so rauf. Mhm. Und gut andrücken. Das ist jetzt sehr schlicht. Und wenn man es richtig gut kann, also so richtig, dann sehen die fertigen Kerzen so aus. So, das war jetzt meine kleine Weihnachtskerze, aber genau. Könnt ihr vielleicht auch was Aktuelleres machen, so eine Osterkerze oder so? Dann müssen Sie noch ein bisschen üben. Für die Osterkerze übe ich noch ein bisschen. Vielen Dank für die Weihnachtskerze. Ja, danke schön. Von der Pilgerreise übers Kunsthandwerk bis hin zur Wärmedämmung für Kirchenfenster. Die Gloria ist Treffpunkt für Kircheninteressierte, für Gläubige, aber auch für Menschen, die im Rahmen der Kirche ihren Beruf ausüben. Die Kirche muss schließlich auch auf dem neuesten Stand bleiben. Das ist die Idee hinter der Messe. Zum einen finden Sie das Angebot in der komprimierten Form nirgends. Also natürlich kann man heute auch sehr viel übers Internet bestellen. Aber Sie haben nie ein haptisches Erlebnis und einen Weihrauch können Sie im Internet auch nicht schnuppern und Sie können einen Glockenklang über irgendeinen Lautsprecher zu Hause hören, aber nicht in live. Und es ist eine sehr familiäre Branche, also sehr viele Aussteller kennen die Besucher und die Besucher untereinander sind sehr gut vernetzt. Und das sind ja wirklich wie Communities, die sich dann hier treffen und die Freude aneinander haben, den Austausch zu pflegen und aber auch Innovationen in den Produkten gemeinsam zu begehen. Was ist das? Sind das Äpfel? Das sind Äpfel. 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 Das Paradies, persisch für königlicher Garten. Der Garten Eden des Alten Testaments wird im Griechischen als Paradies bezeichnet. Paradies, Äpfel, Äpfel. Adam und Eva. Aha, aber warum? Was machen die hier? Nein, mit dem Sündenfall hat die Inhaberin dieses Standes nichts zu tun.
Allerdings will auch sie in gewisser Weise zum Apfelessen verführen. Aber in diesem Fall ist das einfach nur lecker. Vom Apfelsaft bis zum Apfelschmalz. Hier ist alles dem Obst gewidmet. Also der Apfel ist ja eigentlich was ganz Normales, aber die ganzen Produkte daraus zu machen. Angefangen haben wir mit dem Apfelsaft eben, dann sind lauter Apfelgelees draus geworden und inzwischen Apfellebkuchen, Apfelstückchen in Schokolade, Apfelkonfekt, Apfelfruchtwürfel, Fruchtschnitten, ja, lauter Dinge, um einfach Arbeit zu schaffen. Ja, Gott benutzt einfach manchmal auch die einfachen Dinge. Um einfache Dinge dreht es sich auch hier, nämlich um Fairness. Fair Trade, also fairer Handel, ein großes Thema hier auf der Messe. Nur logisch, immerhin geht es dabei um ganz grundlegende christliche Ideale, um Nächstenliebe, um Umsicht, um ein gutes Miteinander. Klaus Fee aus Würzburg handelt mit Kaffee aus Tansania. Seine Verträge macht er direkt mit den Bauern vor Ort in Binga. Unser Kaffee kommt nicht von der Plantage, sondern von Kleinbauern. Das heißt, die haben so maximal 300, 400 Stöcke oder 500, wenn es ganz groß ist, mal 1000 Stöcke. Und die bearbeiten die mit ihrer Familie. Und die leben von dem, was sie da mit ihrer Händearbeit anbauen. Und beim Fairtrade, das ist auch Bedingung für die Zertifizierung, von dem, was sie sonst noch anbauen können. Der Kaffeepreis ist momentan extrem niedrig. Auf dem Weltmarkt kostet der Kaffee für Großhändler etwa 1,75 Euro pro Kilo. Klaus Fee zahlt aber deutlich mehr, nämlich 3 Euro. Wie viel bleibt denn da bei Zwischenhändlern hängen oder wie viel kriegen die Kaffeebauern selber? Die kriegen die Kaffeebauern direkt. Was dann dazu kommt an Zwischenhandel, das zahlen wir extra. Dafür kostet das Pfund bei Klaus Fee auch 7,50 Euro. Ein fairer Preis, mit dem alle Beteiligten leben und vor allem überleben können. Denn es geht darum zu verstehen, dass das nicht irgendwie vom Himmel fällt oder ein anonymes Billigprodukt ist, sondern dass es ganz kräftig von Hand gearbeitet wird mit Lohn, wie bei uns auch jemand bezahlt werden muss, auch dieses Produkt bezahlt werden muss. Dass das zufällig der Kaffee ist, es könnte ja auch irgendwas anderes sein, Honig, Tee oder whatever, der faire Handel anbietet, da gibt es ja so viele Produkte. Mir sind die Menschen wichtig, die dahinter stehen und weil wir das aus dem gemeinsamen Glauben heraus tun, deswegen stehe ich da gern dahinter. Nahrungsmittel, liturgische Gewänder, Kirchenausstattung. Was wir aber bisher noch nicht gefunden haben, ist das Öl, das bei der Taufe verwendet wird. Wie heißt es noch gleich? Katechumenenöl. Katechumenenöl. Oh, jetzt langsam habe ich es raus. Katechumenenöl. Du kriegst es schon fast ohne Laien Wahnsinn. Hin. Aber ich weiß immer noch nicht, wo das hier auf der Messe ist. Also in den Kerzen, glaube ich, ist schon mal Öl drin, aber das ist auf jeden Fall nicht das Öl. Also wir hätten ewig Lichtöl, aber es ist halt auch Brennöl. Brennöl, glaube ich, schmiert man nicht auf die Kinder. Nee, und hier auch. Also Rauchfassreiniger auch nicht. Leicht entzündbar und reizend. Kann ich Ihnen was erklären? Ja, wir sind auf der Suche nach Katechumenenöl. Katechumenenöl, das kann man nicht kaufen. Kann man nicht kaufen? Nein, nein, nein. Wieso? Also bei meines Wissens ist das reines Olivenöl. Und das wird ja dann geweiht und Geweideartikel werden ja nicht verkauft. Ah, das heißt, wir brauchen gar nicht weitersuchen auf dieser Messe, weil das gibt's hier gar nicht. Nee, das gibt's nicht. Ja, dann vielen Dank. Danke. Es gibt also auch Dinge, die es auf der Gloria nicht gibt. Für uns wird es jetzt aber mal Zeit für eine Verschnaufpause. Wollen wir noch irgendwas angucken oder so? Einfach sitzen bleiben? Ja. Okay. Neben dir ist mir immer schön warm, Maria. Mag auch an der Sitzheizung liegen, die sich hier drunter verbirgt. Unfassbar. Und es ist keine Umluftheizung mehr, dass das ganze Gebäude geheizt wird, sondern es ist eine Personenheizung, also speziell für die Leute in der Kirche. Die Raumtemperatur wird dadurch nicht verändert und das ist halt eine gute Sache für das Gebäude an sich. Das ist eine Carbonfaser. Die hat halt spezielle Vorteile, das ist eine Strahlungswärme, eine Infrarotwärme, wie man das kennt von diesen Infrarotkabinen dann auch. Man kann schon rechnen, dass man bis zu 90% der Heizkosten einsparen kann, im Gegensatz zu einer üblichen Umluftheizung. Eingespart hat man auch hier. Und zwar größenmäßig. Was machst denn du da? Ich lese die Bibel. Hä? Ja, wirklich, die ist da drin. In diesem kleinen Teilchen in dem Kreuz. Boah,
die Bibel, Altes und Neues Testament. Alles dabei. Immer dabei. Nennt sich Nanobibel. Verrückt. Ja, und hier gibt es jemanden, der erklären kann, warum, wieso, weshalb. Die ganze Bibel in diesem winzig kleinen Chip. Ja. Wie kommt man auf die Idee? Also die Idee ist eigentlich schon vor ein paar Jahren entstanden, aber die Technologie ist mittlerweile erst so weit, dass man das wirklich alles draufbringen kann. Ein extrem dünner Elektronenstrahl, der schreibt wirklich Buchstabe für Buchstabe der Bibel auf eine Chromschicht, auf ein Glas. Und das dauert etwa 20 Minuten für eine komplette Bibel. Und dann ist wirklich jeder Buchstabe drin, etwa 3 Millionen Buchstaben. Technologie, die natürlich auch ihren Preis hat. Die Nanobibel kostet zwischen 230 und 350 Euro. Zum Lesen bräuchte man allerdings ein Mikroskop mit mindestens 1000-facher Vergrößerung. Aber ums Lesen geht es ja bei der Nanobibel auch nicht. Man kann es natürlich so mit 0815 Lupe kann man gerade mal so den Titel erkennen, aber richtig lesen kann man es natürlich nicht. Also richtig lesen kann man es nicht, das stimmt. Ja. Allerdings, das Schmuckstück sollte eigentlich Symbolkraft haben und als Talisman fungieren und einfach dem Träger einfach zeigen, dass es bei sich hat. Naja, siehst du, da können wir uns eigentlich das Buch jetzt sparen. Einfach einschrumpfen irgendwo ganz klein rein ich und dann mit der Lupe. Sehen, wenn du mit der Lupe anfängst, das Buch jetzt zu lesen. Ja, viel Spaß. Vielseitig, spannend, interessant. Neben den unzähligen greifbaren weltlichen Dingen, die den Glauben manifestieren, gibt es aber auch zahlreiche Vorträge, Diskussionsrunden und Anregungen für spirituell Interessierte. Das Angebot erschöpft sich nicht in Dingen. Hier soll auch eine Anlaufstelle sein für die Laien in der Kirche. Für alle Menschen, die am Glauben interessiert sind. Es hat uns eigentlich sehr angesprochen, weil man ja da dann das direkt sieht und nicht nur aus dem Katalog raussucht. Ja, und dann kommt man so auf alles Mögliche und sagt, ah, sowas könnte man eigentlich auch zulegen. Ja. Wir haben uns interessiert für die Kirchenbänkheizung und Ständer für Flambeau. Was haben wir denn noch? Kerzen. Es gibt da doch einige Sachen für Kinder, also hätte ich nicht erwartet, aber gibt es tatsächlich. Zum Beispiel? CDs, Bücher, Hörspiele, finde ich ganz toll. Einfach mal zu sehen, was es Neues gibt. So diese verschiedenen Verlage, was es da gibt, haben wir gerade eben eine ganz tolle CD gekauft. Ich freue mich immer wieder auf der Messe zu sein und zum einen bekannte Leute zu treffen, aber auch zum anderen bekannte Aussteller zu treffen oder Leute auf den Ausstellungsständen zu treffen, die man schon mal getroffen hat. Auch ein Raum der Begegnung einfach, die Messe. Also nicht nur als reine Kommerzangelegenheit zu sehen, sondern wirklich auch das Menschliche dazwischen. Ganz nebenbei gab es für uns auch noch Nachhilfe in Sachen kirchliche Begriffe. Wobei, eine Frage wird aber wohl offen bleiben. Es ist nicht drin. Wandelaltar, Wandlung, Wallfahrt, Wange. Ich find's nicht. Ich find's nicht, es ist nicht drin. Ja, wie du findest den Walnussglauber nicht? Kann ja gar nicht sein. Ja, aber da kannst du mal sehen, man lernt ja auf der Gloria auch Dinge dazu, die nicht in deinem Buch stehen. Messe, finde ich. Das war es auch schon wieder von uns für heute. Eine Stunde Bayern Kompakt in TV Bayern Live. In einer Woche sind wir dann aber wieder für Sie da. Pünktlich 17.45 Uhr. Servus, schönen Abend. Löwenbiere Sensationen. Wir berichten zwischen Politik und Boulevard. Dazu die Analysen unserer Korrespondenten, die dort zu Hause sind, wo es passiert. Wir berichten über die Themen der bayerischen Wirtschaft. TV Bayern Live. Das heißt auch Sportsgeist und Partystimmung. Ganz Bayern in 60 Minuten. Jeden Sonntag auf RTL um 17.45 Uhr.